Yo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Okay, was ist eine neue Runde? Obwohl, ich habe schon mal hier Golf gespielt, oder? Auf diesem Kanal, ja, bestimmt. Auf jeden Fall, wir spielen gerade Super One und den Typen kenne ich sogar irgendwoher. Aber große Neuigkeiten, könnt ihr auch dem Titel entnehmen. Ich habe eine neue Tastatur. Wird wahrscheinlich die meisten nicht jucken, aber ist mir egal. Hauptsache ein neues Video für euch. Und ja, ich weiß, die erste Frage wird sein, welche Tastatur hast du denn jetzt? Ich habe jetzt die Razer Black Widow 2016 Ultimate. Ich hatte davor die 2014er Ultimate. Und ich muss sagen, ich hatte es auf jeden Fall nötig, nach 3 Jahren mal wieder eine Tastatur zu kaufen. Weil ich habe sie wirklich Mitte 2014 gekauft. Wir haben schon fast Ende 2017. Das ist auf jeden Fall eine lange Zeit und die Tastatur hat eigentlich bis dahin auch immer gut funktioniert. Aber das Problem war jetzt, manche Tasten haben einfach mehrmals, keine Ahnung, ich habe einmal drauf gedrückt und dann kam dieser Buchstabe 10 Mal oder so. Zum Beispiel N, also auf jeden Fall war N das größte Problem, meine N-Taste. Bei anderen kam es jetzt nicht, ja, es kam weniger vor als bei der N-Taste. Die N-Taste war quasi immer. Deswegen musste ich bei Passwörtern immer so richtig vorsichtig tippen und das, naja, wird auf jeden Fall abgefuckt. Und ich muss sagen, ist auf jeden Fall meine Erleichterung, eine neue Tastatur zu haben. Fühlt sich auf jeden Fall besser an. Also ganz okay. Ich weiß nicht, wie es von den Sounds ist. Das wird man in der Aufnahme wahrscheinlich hören. Oh mein Gott. Refill of the Universe. Alter, was? ja, auf jeden Fall. Die 2016er hat auf jeden Fall andere, Sounds bei dem Klicken. Was noch? Ich denke schon, dass es mehr Reaktions-, also schnellere Reaktionen hat, aber das ist bestimmt. Oder irgendwas auf jeden Fall hat es an den Tasten anders gemacht. Was weiß ich selber nicht, aber auf jeden Fall irgendwas spürt man auf jeden Fall richtig gut. Ich bin auf jeden Fall jetzt noch krasser tappen, Bruder. Aber, diese Beleuchtungen sind anders. Ich kann jetzt nicht nur statisch leuchten lassen und, wie ist das andere? Ah. Ach, keine Ahnung, wie das andere hieß. Auf jeden Fall kann ich es jetzt auch noch so, wenn ich auf eine Taste drauf drücke, dass da halt genau an diesem Punkt halt Licht kommt. Und halt auf ja, diese Wellen und sonst was. Das ist halt alles, was die Chroma X kann, halt nur in grün. So. Und ja, das Gute an der Tastatur ist auf jeden Fall, dass die Makro-Tasten endlich weg sind. Weil die haben einfach nur abgefuckt, ohne Scheiß. Ich wollte manchmal auf Shift drücken, auf einmal drücke ich auf Makro. Ich drücke die ganze Zeit auf Shift, was ist los? Was ist mir, glaube ich, sogar in meinem HG passiert, als ich auf die Makro-Taste gedrückt habe. Als ich mich anstompen wollte. Und das war halt RIP. Deswegen endlich sind die weg, Mann. Außerdem habe ich jetzt ein bisschen links von meiner Tastatur mehr Platz, weil die Makro-Tasten dann weggeschnitten wurden, sozusagen. Also ein kleiner Teil ist auf jeden Fall weg. Was noch? Dieses, ja, ist eigentlich so das Einzige, was hier an der Tastatur anders ist. Also, was mir so auffällt momentan. Ich werde mich melden, wenn noch mehr anders ist. Dazu wollte ich sagen, okay, GG. Dazu wollte ich sagen, dass das 30k-Pack, was ich gerade drin habe natürlich, könnt ihr euch downloaden, falls ihr es noch nicht habt. Das ist, by the way, der Alt Animations Mod. Wer sich fragt, woher ich die Augen habe, Alt Animations Mod, Cosmetics. Und ja, Resource Pack 24 wollte ich erzählen. Das 30k-Pack hat mittlerweile über 50k Downloads. Ich glaube schon 55k oder sowas. Und ohne Scheiß, das ist, ich hätte das selber nicht gedacht. Also, vor 2 Wochen hatte ich halt so, oder vor ungefähr, oder ich weiß nicht, vor 1,5 Wochen oder so, habe ich halt Patrick gefragt, yo, kann man da irgendwie was machen? Also man muss halt diese Promotion, es gibt halt so eine Promotion auf der Seite, kannst du dein Pack auf der Startseite immer anzeigen lassen, als Promo-Pack sozusagen. Und dann habe ich halt geguckt, wie man das macht und dafür muss man halt Geld zahlen. Aber da habe ich geguckt, yo, ich habe ja noch 17 Euro auf der Seite so an sich. Also ich hatte noch von den ganzen Donuts, die ich hatte, 17 Euro oder so. Habe ich Patrick gefragt, yo, könnte ich für diese 17 Euro, die ich auf der Seite habe, vielleicht nicht einfach diese Promotion-Coins bekommen? Er hat gesagt, yo, kann man machen. Hat er das so gemacht. Und dann hatte ich irgendwie 340 Coins. Und mit 200 Coins oder so kannst du, nee, mit 240 Coins kannst du dein Pack für 2 Wochen auf der Startseite anzeigen lassen. Das habe ich gemacht. Und jetzt habe ich schon seit einer Woche oder über einer Woche das Pack drin und habe irgendwie das 5-fache an Downloads generiert. Ich war knapp bei 10k, also weniger als 10k Downloads. Und mittlerweile habe ich einfach 55k Downloads. Also ich finde das so krass. Ich hätte selber nicht gedacht, dass es dieses Promotion-Ding so viel bringt. Ohne Scheiße, ich bin echt nicht davon ausgegangen. Ich dachte vielleicht so maximal 5k Downloads mehr oder so. Aber so viel Downloads hätte ich echt nicht gedacht. Da war ich halt echt surprised, motherfucker.
cringe. Und ja, auf jeden Fall ein großes Dankeschön an Patrick dafür. Und ich finde es krass, dass Resource Week 24 so krass groß geworden ist, dass es schon so eine Reichweite hat. Und I don't know. Keine Ahnung, ich war echt überrascht. Also. Junge, was ist das denn für eine Pussy-Taktik? Er geht an die Wand. Mann, ist doch low. Ja, komm, dann lass uns doch gleich hier einfach ein bisschen Holdfight spielen, oder? Meine Fresse. Ja, drop halt 10 Subs. Danke. Ja, ja, mhm, ja. Ganz weiter. Nein, ich hab gerechts geklickt. So eine Scheiße. Okay, er tankt auf jeden Fall mehr, obwohl ich seinen Namen noch nie gehört habe. War es wahrscheinlich irgendein Hot-PvP-Spieler oder ist einfach so ein Typ, der auf Gomme jeden Tag Sub spielt. Stellt euch mal vor, es gibt einen Typ, der kennt gar keine Sub-Community, der kennt nur hier die Gomme-Sub-Community. Ey, wie krass wäre das denn eigentlich? Stellt euch mal vor, ein Typ spielt seit Anfang Gomme-Sub hier, also dieses 1KPP-101, nur Sub, weil er dachte, yo, Sub, was ist das denn? Boah, das macht voll Spaß, jetzt jeden Tag spielen hier. Was mache ich hier eigentlich? Ach man. Junge, ich schwöre euch, ich drücke Rechtsklick, Mann. Alles wegen der neuen Tastatur, Mann. Kappa. Jo, Jungs. Das war's dann mit dem Video. Ich würde sagen, ihr lasst jetzt mal ein Like. Okay, ihr lasst jetzt mal ein Like da. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Mal. La. Kappa. Tschüss.